Frau Weigand, Thema Ausbildung. Bevor wir zur aktuellen Situation kommen, ein Rückblick auf 2020. Da ist die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse in der Tat um 20% zurückgegangen. Haben Sie da mal eine Analyse angestrebt, wo die Gründe dafür liegen? Klar, haben wir eine Analyse angestrebt, weil die berufliche Bildung ist ja das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben und was eine Kernaufgabe der IHK ist. Und der Rückgang der ist zum einen demografisch bedingt. Das Thema haben wir ja schon immer, aber dazu ist natürlich Corona gekommen. Und das hat zu einer großen Verunsicherung auf allen Seiten geführt, sowohl auf der Seite der Schulabgänger als auch auf der Seite der Unternehmer. Und da, denke ich, war die Bereitschaft nicht so da, oder die Verunsicherung, was mache ich denn jetzt? Ja? Es gab keine Ausbildungsmessen. Man konnte nicht in die Unternehmen gehen, um zu schnuppern. Man konnte nicht mit dem Unternehmer selber reden. Das Ganze, was sonst normalerweise stattfindet, das konnte letztes Jahr ja nicht stattfinden. Und da sind dann ganz viele Dinge eben zusammengekommen. Aber Hauptursache ist die demografische Entwicklung hier in Oberfranken und eben die Corona-Pandemie. Wie ist die aktuelle Situation? Die aktuelle Situation ist so, dass man das Gefühl hat, es wird wieder leicht besser. Sie stabilisiert sich, aber damit geben wir uns natürlich nicht zufrieden. Wir wollen ja wieder das Niveau der Vorjahre erreichen. Und da hat es jetzt eine fachbereichsübergreifende Kampagne gegeben oder ist ins Leben gerufen worden. Ich zeige das auch mal gerne. Wir sagen ja zur Ausbildung. Ja, mit einer Rakete. Die Rakete ist Symbol dafür, dass wir jetzt alle zusammen in den Startlöchern stehen, um die Ausbildung wieder voranzubringen und nach oben zu bringen. Das geht von der Image-Kampagne, das geht von einem Ausbildungstag am 26. Mai, das geht von einem Ausbildungschancetag. Dann haben wir ja die Kampagne Elternstolz, dann haben wir die Ausbildungscouts, wo Auszubildende über ihren Beruf anderen, die sich noch unsicher sind, was sie machen sollen, über ihre Ausbildung oder über ihren Beruf berichten. Dann bespielen wir die ganzen Social-Media-Kanäle, ob das jetzt Facebook ist oder Instagram, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass Ausbildung was ganz Tolles ist, was Wichtiges ist und auch was fürs Leben ist. In der Vergangenheit war es ja oft so, die duale Ausbildung stand in Konkurrenz zum Beispiel zum Studium, weil viele Leute meinen, ein Studium eröffnet mir bessere Karrierechancen, mitunter vielleicht auch bessere Gehaltschancen später. Was halten Sie denn dagegen? Da halte ich dagegen, dass das früher bestimmt so war, aber dieses Früher liegt bestimmt schon 10 oder 15 Jahre zurück. Da muss man sich vorstellen, sind die Studiengänge natürlich überflutet worden, sage ich jetzt mal so. Und je mehr Angebote es gibt und die Nachfrage steigt ja nicht im gleichen Ausmaß, dann wird das natürlich auch nicht mehr so nachgefragt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Wert eines Studiums abgenommen hat, aber es ist nicht mehr so, wird nicht mehr so gehypt, auch glaube ich bei den Unternehmern, wie das eben vor 15 Jahren der Fall war. Und dass man sagen muss, ein Unternehmen braucht auch Fachkräfte, die eine solide Ausbildung haben, eine Grundausbildung haben, auch mit den praktischen Dingen im Unternehmen zu tun haben. Und ich habe ja in einem Unternehmen in der Regel auch Aufstiegschancen. Und es ist ja nicht mehr so, dass man dann mit weniger Lohn abgefunden wird, sage ich jetzt mal, sondern ein guter Auszubildender, der seinen Weg im Unternehmen macht, ist mittlerweile einem Hochschulabsolventen gleichgestellt. Sowohl von der Anerkennung als auch von der Bezahlung, wenn er nicht sogar mehr verdient, weil er eben Fachwissen hat. Und das muss sich ein Studienabgänger genauso erwerben wie ein Auszubildender. Und ich denke, der Vollständigkeit halber muss man erwähnen, das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann ja eine Ausbildung machen, dann noch studieren und ich kann ja während der Ausbildung studieren, Stichwort duales Studium, sind ja alles Möglichkeiten. Das ist möglich und was natürlich auch möglich ist, ist die Weiterbildung. Also ich kann mich ja nach einer Ausbildung, kann ich Weiterbildungskomponenten draufsetzen, ich kann zum Meister, zum Fachwirt, zum Handelsfachwirt, also da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, die die IHK bietet, dass ich mich da auch weiter- und fortbilden kann. Zum Schluss, Sie haben es ja auch gerade angesprochen, im letzten Jahr war es unglaublich schwierig, die Schulabgänger, die Schulabgängerinnen und die Unternehmen zusammenzubringen. Es gab in der Vergangenheit Ausbildungsmessen, da kamen alle zusammen. Es gab die Möglichkeit, mal ein Schnupperpraktikum zu machen, das ist viel weggefallen. Wo können Sie denn im Jahr 2021 auch als IHK
unterstützend tätig sein, dass eben diese beiden Gruppen wieder zueinander finden? Also durch Corona ist ja die Digitalisierung, hat ja einen Aufschwung bekommen. Und aber die digitalen Zusammenkünfte ersetzen nicht das Persönliche. Das möchte ich mal voranschicken. Ich habe ja schon gesagt, wir versuchen, die Auszubildenden einfach auf den modernen Kommunikationswegen zu erreichen und hoffen natürlich auch, dass wir unsere Ausbildungsmessen wieder durchführen können und dass wir so einfach so diese Nähe auch wieder herbringen, weil die Nähe ersetzt ein digitales Medium nicht. Ja, und ich glaube, so eine Nähe ist wichtig, gerade für jemanden, der noch nicht genau weiß, was er will. Da hilft oft so ein persönliches Gespräch mit jemandem, der die Ausbildung gerade macht oder mit dem Unternehmen, das die anbietet, sehr viel weiter. Und das war halt auf unseren Ausbildungsmessen zum Beispiel möglich. Oder auch, wenn man so zu Beratungstagen in Gymnasien oder in Mittelschulen gegangen ist, dass man da einfach die verschiedenen Ausbildungen vorgestellt hat. Aber wir sind da auch guter Hoffnung. Ich meine, junge Menschen sind ja Social Media geprägt, dass sie das einfach auch annehmen. Mit Rat und Tat stehen wir zur Verfügung. Also auf unserer Website stehen alle Ansprechpartner und es soll sich niemand davor scheuen, da einfach auch mal anzurufen und eine Frage zu stellen. Und vielleicht kann man da auch dann Kontakt zu dem Unternehmen herstellen, wo wir wissen, da sind freie Ausbildungsplätze, genau für den Ausbildungsberuf. Ruf doch da mal an und erkundige dich, was da und da passiert. Also so sehen wir unsere Rolle, so eine Vermittlerrolle jetzt. Und wie gesagt, diese Kampagne, die wir da ins Leben gerufen haben, die spielt auf ganz vielen Ebenen und in allen Fachbereichen der IHK.